Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Dschungelcamp. Das Trash-Jahr 2017 hat also somit begonnen. Ich gucke ja so einen Scheiß ziemlich gerne. Wie geht's euch? Also ich muss ganz offen sagen, da kann man immer relativ gut bei abschalten. Und das ist einfach so stupide und dumm, dass es auch wiederum Spaß macht. Also ich mache mir da wirklich gerne mal eine Freude mit, am Abend einfach entspannt vom Fernseher zu sitzen und sich darüber kaputt zu lachen, was da für eine Scheiße passiert. Aber das Spannendste an dieser ganzen Sendung ist eigentlich mitzuverfolgen, was auf Twitter und Co. so passiert. Und ich versuche hier auch nochmal so einiges für euch einzublenden, was so ganz witzig war in den letzten Tagen. Bei der guten Hanka weiß man natürlich nicht, ob sie das Ganze nur spielt oder ob sie wirklich psychisch krank ist, aber sie geht auf jeden Fall vielen im Camp schon auf den Sack und ja, sie hat anscheinend auch in diesen kleinen Teich gepinkelt. Wie seht ihr das? Könnte das sein, dass sie da wirklich reingepinkelt hat und der Jens hat sich dann auch darin noch gewaschen, also ist schon ein bisschen eklig, auch wenn es lustig für uns Zuschauer ist. Aber was meint ihr, hat sie reingepinkelt oder nicht? Anka muss ja jetzt auch noch in die Dschungelprüfung mit Kader. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob sie wirklich die ganze Sache durchzieht oder ob sie dann doch sagt, nee, das ist mir zu viel. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob sie das spielt, weil ich finde das schon ein bisschen merkwürdig, dass man in so eine Show reingeht mit solchen Ängsten. Aber vielleicht ist es auch eine gute Therapie. Ich möchte mich da auch gar nicht einmischen, das jedem selbst überlassen. Allerdings finde ich es auch ein bisschen problematisch, dass man sie dann auch wirklich in solche Dschungelprüfungen reinschickt. Aber na gut, die Zuschauer wollen das gerne sehen und dann bin ich auch mal gespannt, wie das morgen alle so ja, schaffen dort. Hani aka Mr. Selbstverliebt wählt sich am liebsten selbst in die Dschungelprüfung und das Publikum macht ihm natürlich auch den Gefallen und wählt ihn auch in die Prüfung. Ich hätte auch ganz ehrlich damit gerechnet, dass Gina Lisa eigentlich öfter jetzt in die Dschungelprüfung am Ende des Tages kommt, aber es scheint sich auch zwischen den beiden eine gewisse Romanze anzubahnen, denn man fragt sich, mit wem hat er vielleicht dort auch Sex, vielleicht auch mit sich selbst am Ende des Tages, aber sieht schon danach aus, als könnte zwischen Gina Lisa und ihm und was werden und naja, wahrscheinlich so eine PR-Nummer am Ende des Tages. Also zuzutrauen ist es den beiden. Ich möchte jetzt auch nichts Böses sagen, aber mir kommt das schon wieder ein bisschen komisch vor, dass gerade die beiden da anwenden. Aber vielleicht, ja, vielleicht hat Amor ja auch mal zugeschlagen und das ist alles real, was da passiert. Was sagt ihr zu der ganzen Sendung? Guckt ihr gerne das Dschungelcamp? Schreibt eure Meinung gerne mal unten in die Kommis rein. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr bei Twitter und so weiter folgt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und eine gute Nacht. Und ja, bis bald.